Eine der meistverkauften Klassen ja überhaupt im E-Mountain-Bereich ist das Hardtail. Und da steht es, ja, alle mit Bosch Performance CX Motor und alle Modelljahr 2020 und alle von Cube. Wir sind bei WeCycle in St. Wendel und heute werden wir mal die einzelnen verschiedenen Typen von Akkus durchgehen. Denn jetzt gibt es nämlich auch einen neuen Akku, der hat viel mehr Kapazität wie der dickste Akku, den es bisher gab. Richtig, genau. Wir haben ja zum einen schon das Video gemacht zum neuen Bosch Performance CX Motor Generation 4. Und wie angekündigt haben wir gesagt gehabt, wenn wir 625 Watt Akkus, also quasi die zweite Neuerung bei Bosch, da haben werden, sie sind jetzt schon seit ein paar Tagen da, zeigen wir diese natürlich auch. Besonderheit hier natürlich ist ganz klar, diesen Akku gibt es nur als integrierte Version, nicht als semi-integrierte oder oben aufsitzende. Cube löst diesen Ansatz so, dass sie einen Rahmen bauen, der ja zwangsläufig neu gemacht werden musste aufgrund des kleineren Motors, dass wir hier beide Akkus montiert bekommen. Achso, okay. Wir sehen das im Endeffekt hier. Also es gibt einige Veränderungen in der Reaction Hybrid Serie. Zum einen hatten wir hier früher immer, oder in 2019, noch ein Verstellrad, das ich loslösen musste und dann erst die Platte abnehmen konnte. Jetzt funktioniert das ganz einfach. Ich drücke drauf und habe die Platte eigentlich direkt demontiert. Man sieht jetzt hier schon PowerTube 625. Der Akku braucht die komplette Fläche, die hier geöffnet ist. Um ihn zu entnehmen, haben wir weiterhin hier das Schloss integriert. Dieses ist jetzt aber nicht mehr auf der Außenfläche zu sehen, sodass ich jetzt quasi eventuell außenrum den Rahmen verkratzt habe mit dem Schlüssel. Man kennt das früher noch vom Auto. Das passiert jetzt nicht mehr, weil einfach hier über diesen Mechanismus, der selber auch nochmal gesichert ist, ich direkt in der Öffnung des Motors reingehe und somit den Rahmen nicht mehr beschädige. Wir wenden uns ja hier mit der, ich sag mal, leichten Entnahme an zwei mögliche Typen. A, der vielleicht einen zweiten Akku dabei hat. Das soll ja immer mehr vorkommen, dass jemand auch mal einen zweiten Akku mitnimmt, der sagt, ich habe einen Reserveakku. Das könnte ja dann auch der kleine sein. Genau. Und B, natürlich an Leute, die extern laden müssen. Richtig, genau. Also auch hier gibt es wiederum Veränderungen. Die Aufnahme bzw. die Abdeckung sehen wir jetzt von der Seite. Ist deutlich schöner geworden, also die Gummilippe passt sich mehr dem Rahmen an. Das ist die altbekannte Ladebuchse, wie wir sie kennen. Aber wenn ich die jetzt ran drücke, ist es wirklich noch passgenauer. Wie aus einem Guss. Genau. Das gleiche haben wir jetzt hier, das ist auch eine Art Kunststoff. Das ist die Abdeckung für die Motoreinheit mit den, ja, Kühlrippen kann man ja fast schon sagen, aber damit die warme Luft halt auch wirklich abzirkulieren kann. Der Motor, wie im Video auch schon gezeigt, ist etwas mehr gedreht, sodass wir einen sehr gleichmäßigen Fluss von oben her bekommen. Und jetzt sage ich mal, von oben kommt das Unterrohr und dann habe ich unten den Motor dran gesetzt. Es ist wirklich ein Fluss und hier gab es einiges für die Ingenieure, was verändert werden musste, um zum einen den Akku zu integrieren, und zum anderen den Motor zu integrieren und zum anderen natürlich auch jetzt den neuen 625 Watt Akku. Hier wirklich der Vorteil, ich kann hier auch einen 500 Watt Akku fahren, nur funktioniert das Prinzip, zeigen wir vielleicht nachher bei einem 500 Watt Akku ein bisschen anders. Ich kann über den Schlitten oder den Befestigungspunkt diesen auf eine andere Position bringen und dann auch quasi einen 500 Watt Akku nutzen. Wir haben jetzt hier die Top-Version auf der linken Seite. Genau, das SLT ist die Top-Version im Reaction Hybrid-Bereich. Das heißt, komplette XT-Gruppe mit verbaut, Fox-Gabel mit drin. Bei allen Reaction Hybrid-Modellen immer der starke Performance CX. Wir haben also keinen Performance oder Active Plus oder sonstiges verbaut. Hier kommt nur der starke Performance CX zum Einsatz. Und ab 2599 Euro beginnt das Thema integrierter Akku an, was wir bei dem Rad zum Beispiel nebendran auch sehen. Da muss sagen, 625 zu 500, das ist exakt auch die Portion mehr, die ich dann an Leistung kriege. Das ist dann nicht irgendwie, da wird noch was abgezogen, sondern der 625er hat dann quasi fast 20% mehr Leistung. Richtig, genau. Es ist einfach, ich generiere eine größere Reichweite und das ist das, was sich mit dem Akku verändert. Nicht zu verkennen, dass wir jetzt mehr Leistung vom Motor oder so hätten, das hat damit nichts zu tun. Aber das Thema Reichweite ist ein großes Thema. Ich will vielleicht
im Sommer vielleicht mit einem kleinen Rucksack rumfahren oder nicht nur einen zweiten Akku mit dabei haben, das ist jetzt möglich. Die Reichweite steigt. Es gibt ja viele Leute, die fahren auch mal gerne im höchsten Modus, muss man sagen. Wie heißt der bei Bosch nochmal? Das ist dann der Turbo-Modus. Turbo-Modus, das heißt, ich kann also dann mit dem zweiten Akku Turbo-Modus richtig schön Vollgas geben. Zum Beispiel, es gibt Leute, macht das Spaß. Ja? Und die haben sich dann öfter mal beschwert, dass sie sagen, naja, dann fährt es nicht so weit. Richtig. Genau, das ist der Effekt. Und ich habe einfach jetzt, das ist wie gesagt der zweitgrößte Schritt, den Bosch natürlich halt macht. A, mit dem neuen Motor, auf den wir lange gewartet haben, der jetzt ja auch wirklich entkoppelt ist von der Getriebeeinheit. Das war ja das Manko, was wir immer so ein bisschen hatten. Und das ist komplett eliminiert. Gut zu erkennen natürlich halt auch jetzt mit dem großen Kettenblatt. Wir haben nicht mehr das kleine, was über das Übersetzungsverhältnis von 2,5 ja gearbeitet hatte vom Getriebe her. Das ist jetzt hier wirklich ganz anders gelöst. Also der Motor ist vom Grund auf her ganz anders. Und jetzt zeige ich mal kurz nochmal, wie ein 500 Watt Akku aussieht. Ah, da ist ein bisschen Luft. Genau. Mal kurz, ich mache mal gerade scharf. Jetzt sieht man es. So, das heißt, hier vorne ist Luft und das kann ich auch on the fly verschieben oder wie funktioniert das? Nein, das geht so nicht. Also die Idee, die du am Anfang hattest, dass man sagt, okay, ich nehme noch einen Akku mit und wechsle den dann halt aus, das ist so leider nicht möglich, weil wir müssen das Bauteil hier komplett umpositionieren. Na? Das würde also in der Werkstatt wird's gehen? In der Werkstatt wird es gehen, es wird sicherlich auch zu Hause gehen, aber das willst du nicht auf deiner Tour machen. Ich glaube, das würde... Das heißt, wenn, dann zwei gleiche Akkus mitnehmen? Genau, aber man muss ja dazu sagen, 625 Watt habe ich jetzt nochmal einen großen... großes Spektrum oder großes Leistungszuschuss. Ja, also es wäre zum Beispiel interessant, man kauft zwei gleiche Räder. Das ist ja öfter mal der Fall. Zum Beispiel Sohn, Vater, Sohn oder die Frau und der Mann, die kaufen jeweils ein Rad. Und die können dann, ich sag mal, wenn der Mann mal alleine fährt, dann kann er mal einen zweiten Akku mitnehmen. Richtig, genau. Aber wir erkennen halt auch immer bei den Kunden, dass das seltenst vorkommt. Also die Reichweiten sind mittlerweile so groß oder jetzt auch mit dem 625 Watt Akku, da musst du schon ein bisschen fahren. Und wenn du einen ganzen Tag fährst, bin ich ganz ehrlich, dann kehrt man auch irgendwo mal ein, isst was zum Mittag und dann sagt man zum Wirt, Mensch hier, ich lade mal kurz meinen Akku und viele Gastronomen sind ja schon eingerichtet da drauf. Ich denke nur an die Turbo-Leute. Also es gibt ja Leute, die fahren wirklich dann in einer Stunde so einen Akku leer, durch Turbo immer nur einen Berg hoch und so weiter, nehmen einen zweiten mit. Das würde dann gehen? Das würde gehen. Außerdem gibt es ja auch Leute, die haben so Reichweitenangst, hätten gerne noch einen Reservetank. Und Preis vom Akku, was kostet der einzelne ungefähr, der große? Ungefähr Tausender? Ich schätze mal irgendwas um die 900 bis 1000 Euro, ja. Also die Preisdifferenz, wir sehen das jetzt hier bei dem Reaction EX. Dieses Modell ist der Einstieg in die integrierte Akkulösung. Ja. Das heißt, für 2.599 Euro komme ich in den Genuss, den integrierten Akku zu haben mit 500 Watt. Ich kann aber genau das gleiche Fahrrad, was nebendran steht, für 200 Euro mehr mit 625 Watt bekommen. Gleich einen großen Akku dabei. Genau. Ausstattung bleibt die gleiche, von Schaltung, Bremsen, Federgabeln. Es ändert sich nur der Akku. Und das ist im Prinzip genauso, wie wir das schon von 4 auf 500 Watt kennen. Es waren immer 200 Euro Preisdifferenz. So ist es auch hier, von 500 auf 625 steigt der Preis des Rades auf dementsprechend 200 Euro mehr. Okay, das heißt, die meisten Leute würden dann wahrscheinlich direkt auf das 625er gehen bei 200 Euro oder gibt es Leute, die sagen, oh, brauche ich nicht? Ja, wir gehen stark davon aus, dass, sage ich mal, ab einem Preisgefüge von 3000 Euro die Leute eigentlich auch durchaus erwarten, dass sie den 625 Watt haben. Das ist natürlich nicht bei jedem Modell machbar. Das kommt immer auf das Gesamtpaket an. Hier das SL, was jetzt hier steht, für 3,199, ist ein Rad, was wiederum im Verhältnis deutlich hochwertiger ausgestattet ist. RockShox-Gabel schon drin. Dann auch dementsprechend der 625 Watt Akku. Also in der Cube-Reihe haben wir in diesem Bereich ab 3000 Euro nur noch 625 Watt. Ja, wir haben ja im letzten Video schon mal darüber gesprochen. Das Thema Jobrad oder das Thema, das Fahrrad vom Bruttolohn abzuziehen, wird immer interessanter. Wer das noch nicht weiß, am besten mal hier nachfragen. Man kann als Arbeitnehmer das praktisch wie eine Art Firmenfahrrad verwenden und das abziehen lassen. Und man kann es später sogar übernehmen. Da spart man jede Menge Geld, weil das nicht versteuert wird. Das wird praktisch vom Bruttolohn abgezogen. Wie das genau funktioniert, kann man hier erfahren. Gibt es auch demnächst nochmal ein extra Video, was wir irgendwann mal drehen. Aber wir haben auch schon mal ein Video gedreht über das Thema Bike. Am besten mal nachfragen, wie funktioniert das ungefähr, dass ich das mal weiß.
Also der Effekt, der Spareffekt kommt einfach über die Lohngeldumwandlung. Das ist nichts anderes, wie wenn ich eine Versicherung habe, wo ich für die Rente was tue. Ich bringe 100 Euro brutto ins Sparen, zahle aber effektiv vielleicht nur 60 oder 70. Das kommt natürlich auf meine Steuerklasse wiederum auch drauf an. Das ist individuell. Der Kunde kann jetzt nicht reinkommen, was spare ich. Das sehe ich mir jetzt nicht am Gesicht an. Aber wie das Schild jetzt auch schon zeigt, bis zu 40% sind wiederum möglich. Im Vergleich zum Direktkauf. Man muss immer im Verhältnis aber auch sehen, ein Rad oder ein Leasingfahrzeug ist über die 3 Jahre, wo der Zeitraum ja geht, komplett versichert. Und oftmals sind die Inspektionen auch dann halt mit drin, je nachdem, wie es der Arbeitgeber halt auch anbietet. Und das ist ein Punkt, der halt auch wichtig ist, weil eine Versicherung, nehmen wir mal jetzt einen Preis von 3.000 Euro, um das zu versichern, kostet das in den 3 Jahren knapp um die 350, 360 Euro. Und wenn ich ein Rad direkt kaufe, was vielleicht ein Auslaufmodell ist, wie auch immer, und sage dann, okay, da spare ich ja so viel mehr und es ist direkt meins, muss ich fairerweise aber auch dann dazu sagen, dann rechne aber bitte auch die Versicherung mit drauf, weil sonst ist es keine faire Rechnung. Ja, wir sind bei Recycle in St. Wendel. Dich gibt es auch mal in Riegelsberg. Die Fahrräder hier gibt es auch in Riegelsberg. Die Fahrräder gibt es auch in Riegelsberg. Also wir haben jetzt einen großen Schwung der neuen Cube-Palette bekommen. Wir erwarten jetzt in Kürze die neuen Stereo-Hybrid. Auch dazu wird es direkt nochmal ein Video geben. Das ist auch mit Sicherheit sehr interessant. Die neuen vollgefederten Modelle, da gibt es einige Änderungen. Und das werden wir im nächsten Video sehen. Genau, die kommen nächsten 1-2 Wochen. Ja, was sich ziemlich geflasht hat, nochmal abschließend, das war wirklich dieser leichte Verschluss. Man kann es sehr leicht öffnen und das war ein bisschen fummelig vorher, oder? Ja, also es ging halt schon. Man hat die Schraube gelöst und man musste aber drehen. Und jetzt ist es wirklich nur dieses Druckprinzip und ich habe das Cover quasi direkt in der Hand. Toll. Ganze ist auch abgeschlossen. Ja, vielen Dank. Hier ist wirklich im Prinzip die Hardtails im Moment von Cube ein ganz wichtiges Segment. Die vollgefederten, werden die vom Preis her ungefähr ähnlich sein? Wir starten ab 3.200 Euro. Also rund 700 Euro teurer, aber das ist dann auch entsprechend gerechtfertigt, weil es ja viel mehr Aufwand ist, oder? Ja klar, es steckt natürlich vom Gesamten her ein Federelement natürlich halt auch mit drin. Es ist ein ganz anderer Hinterbau vom Konzept her. Also ein vollgefedertes muss man schon ab 3.2 rechnen, weil da beginnt es halt erst. Aber wie gesagt, gerade die Marke Cube hat da im nächsten Jahr sehr interessante Modelle, tolle Veränderungen, die wirklich Sinn machen und die es dem Endkunden halt auch wirklich einfacher machen. Aber auch für unsere Werkstatt, sei es Zugverlegung, absenkbare Sattelstütze, das werden wir beim nächsten Video sehen. Schön. Die Öffnungszeiten noch? Wir sind von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr da und samstags von 9 bis 13 Uhr. Wenn Sie Lust haben, Cube Reaction Hybrid, das sind jetzt 4 verschiedene Vertreter, schauen Sie am besten mal rein. Alles Modelljahr 2020 und vielen Dank nochmal Nico Ockenfels und das ganze Team. Tschüss. Ciao.